Thomas, herzlich willkommen beim FC Wacker Innsbruck. Du warst in den letzten Jahren sehr erfolgreich in Italien. Jetzt die Rückkehr noch nach Österreich. Was hat dich dazu bewogen? Das ist eigentlich der zweite Rückkehr. Ich war kurz in Zwischenstopp auch schon wieder in Neustadt dabei. Ja, es war nach 7 Jahren in Italien, sage ich mal, für mich der Zeitpunkt auch für die Familie, dass es wieder nach Österreich heimgeht. Es war eben wieder Neustadt, die erste Station, dann ist es wieder zurückgegangen aufgrund der Situation wieder in Neustadt. Dann hat mich Tirol vor ein paar Wochen angerufen. Für mich eine tolle Chance, noch einmal in Österreich zu spielen, bei einem großen Club. Und ja, da der Weg nach Österreich zurückgehen sollen, war es für mich keine Entscheidung. Mit welchen Erwartungen bist du gekommen? Die Erwartungen in Tirol sind immer zu gewinnen, keine Frage. Ich bin Stürmer, ich habe mein Leben lang immer versucht, möglichst viele Tore zu schießen. Damit möchte ich der Mannschaft helfen. Meine Erwartungen sind natürlich, dass die Saison besser wird als letztes Jahr. Und dass wir uns eben im vorderen Drittel festsetzen können. Die Mannschaft war als da hat es gerade Absteiger recht schwer getan in der Liga, hat vielleicht die Liga etwas so unterschätzt. Wie schätzt du die Situation an? Ja, ähnlich. Ich glaube, dass von den Einzelspielern her Tirol einen sehr guten Kader hat. Vielleicht fehlt noch der eine oder andere Spieler, der noch dazu stoßen wird, aber ich denke mal, die Qualität ist da, um in der Liga vor dem Titel zu spielen. Jetzt liegt an der Mannschaft, wie sie das umsetzt, wie sie mit dem zusammenarbeitet, aber ich denke, dass die Mannschaft im Frühjahr schon einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich glaube, dass eben die Punkte im Herbst gefehlt haben und jetzt wollen wir einfach so starten, wie das früher begonnen hat. Deine Qualitäten liegen in der Boxen so schön heiß. Seit Neuestem sozusagen. Wo fühlst du dich wohler? In einem Einstürmersystem oder in einem Zweistürmersystem? Ja, das ist eigentlich egal. Ich bin vielleicht noch einer von der alten Garde, die sich sehr viel im Strafraum aufhalten, die hoffen, dass viele Flanken, viele Bälle kommen. Aber wenn der zweite Stürmer mich spielt, der eben mich ein bisschen entlastet, der auch in der Box stark ist, der vielleicht ein paar Wege nach außen macht, um vielleicht den Verteidiger rauszuziehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die man andenken kann. Aber wie gesagt, meine Stärke liegt ganz klar in der Strafraum. Gut, Thomas, dann vielen Dank für das Interview und wir hoffen, wir können über viele Tore von dir jubeln. Danke, ja.